Jinko Solar, der chinesische Solargigant, hat das operative Geschäft in Shanghai an die Börse gebracht und da ist es zum Debüt bewertet worden mit dem Achtfachen von dem, was Jinko Solar im Moment wert ist. Heißt das, dass Jinko Solar jetzt ein Wahnsinnskurspotenzial hat oder hat die Sache auch ein paar Haken? Darum geht's heute und Achtung, dieses Video enthält Produktplatzierungen. Herzlich willkommen. Heute geht es um die Aktie von einem der größten Solarzellenproduzenten der Welt, um Jinko Solar. Vorher aber noch eine Ankündigung. Also, nachdem hier ja nichts vorangeht, nachdem insbesondere viele Zuschauer ja offenbar der Meinung sind, sie müssten diesen meinen Kanal nicht abonnieren, warum auch immer, darum muss ich heute mal neue Wege gehen. Ab heute wird getestet, ob sich der Zukunftsmärkte-Kanal auch eignen würde zur geschickten Platzierung von Werbebotschaften. Das ist also jetzt ein Testballon. Bis jetzt ging es noch ohne, aber Sie zwingen mich natürlich dazu. Also freuen Sie sich jetzt auf ein Video zu einer der beliebtesten Aktien aus China und gleichzeitig auf viele neue Produktideen. Jinko Solar. Eine von wenigen Aktien aus China, die ja auch bei uns beliebt sind, die bei uns viel besprochen werden, auch die Wertigkeit von den Berichten, die ist jetzt nicht immer gleichbleibend hoch, aber die Aktie wird gut abgedeckt. Und im Moment haben wir ja auch fast wieder sowas wie Euphorie. Jinko Solar hat nämlich Jiangxi Jinko ausgegliedert, eine Tochter, wie es hier immer so schön heißt, und hat die an die Börse gebracht. In Shanghai am Star Market. Und dieser Börsengang, der war unglaublich erfolgreich. Die Aktien sind platziert worden Mitte Januar zu 5 RMB je Aktie. Das allein war schon großartig. Und sie sind dann aber am ersten Handelstag um über 100% auch noch nach oben geschossen. Und wir haben dadurch dann einen Börsenwert erreicht von umgerechnet 16,7 Milliarden Dollar. Und jetzt kann man folgende Rechnung aufmachen natürlich. Jinko Solar hält 58% der Anteile an Jiangxi Jinko. Der Wert dieser Anteile in Shanghai war dann eben bei 9,7 Milliarden Dollar, ändert sich natürlich ständig, aber ist fast schon unerheblich. Weil bei Jinko Solar selbst in den USA, wo die gelistet sind, da liegt der Börsenwert ja nur bei 2,1 Milliarden Dollar. Allein der Wert vom Anteil an der Tochter, der ist also schon viermal so hoch, mehr als viermal so hoch wie der Konzern insgesamt. So dass man eigentlich sagen könnte, bei allen Schwankungen ist es doch wahrscheinlich völlig unausweichlich, dass auch die Aktie von Jinko Solar jetzt deutlich steigt. Eine glasklare Rechnung. Und bei glasklar, wer denkt da nicht an die Classic Tabs von Somat? Die drei Komponenten Erfolgsformel für jede Marktlage. 36 Tabs zum Preis von 36. Entdecken Sie jetzt die Reinigungskraft von Somat. Ja, läuft ja. Wir können uns natürlich die Frage stellen, warum kriegen wir die Aktie von Jinko Solar denn noch so billig? Haben das die Anleger in den USA vielleicht noch nicht gemerkt, mit dem IPO da in Shanghai? Muss sich das da erst noch rumsprechen unter den Anlegern? Weil in den USA, da ist ja das Sentiment für die Aktie nicht so besonders. Hier Jinko Solar die letzten 5 Jahre, was positiv war. Die Rallye im Jahr 2020, da hat sich die Aktie mehr als verdreifacht in wenigen Wochen. Das war für viele Solaraktien ein gutes Jahr, weil man gemerkt hat, der neue US-Präsident wird wahrscheinlich Joe Biden und der wird dann die alternativen Energien massiv fördern. Aber bevor der dann noch im Amt war, da war die Rallye dann eben auch schon wieder vorbei, wie es oft so ist. Sie hat dann stark korrigiert, die Aktie. Und dieses Jahr kann man sagen, schwankt sie so zwischen 25 und 55 Euro. Und wovon sie aber überhaupt nicht profitiert hat, eben die letzten Wochen, das war dieses IPO in Shanghai. Der Solarsektor boomt, ist überhaupt keine Frage, hat wahrscheinlich auch noch eine große Zukunft vor sich. Aber wer den Sektor schon länger beobachtet, der weiß eben auch, die Branche ist wirklich hart. Es sind unzählige Produzenten auch schon untergegangen.
Und die, die es geschafft haben, die stehen eben auch unter einem hohen Preisdruck, unter einem hohen Margendruck, Wettbewerbsdruck und haben da eben auch immer immens investieren müssen, damit sie nicht zurückfallen. Ginkgo Solar hat sich immer sehr gut geschlagen in diesem harten Wettbewerb. Sie haben es aber trotzdem eben auch nicht leicht. Das sind die Umsätze jeweils, die blauen Balken und die Auslieferungen in Megawatt Leistung. Das ist oben die grüne Linie. Seit dem zweiten Quartal 2019 und das letzte Quartal, von dem wir Daten haben, das war das dritte Quartal 2021. Ich habe das aus zwei verschiedenen Präsentationen von denen zusammengeklebt. Darum geht da jetzt die Linie auch nicht direkt durch. Man erkennt es aber trotzdem, 2019, 2020 hat der Umsatz stagniert, obwohl die Auslieferungen gestiegen sind. Das war der übliche Preisdruck, schlimm genug. Dieses Jahr war es dann aber sogar so, dass die Preise zwar nicht mehr gefallen sind, dass aber der Umsatz stagniert hat trotzdem, weil jetzt gehen nämlich die Lieferungen zurück, was man so jetzt auch nicht erwarten würde in so einer Boombranche. Wir haben aber natürlich immer noch die Pandemie, dadurch auch Lieferkettenprobleme, aber trotzdem ist es schon enttäuschend. Und was jetzt eben noch dazu kommt, das ist eine Knappheit bei Polysilizium. Das ist ein wichtiger Grundstoff für Solarmodule und dadurch gab es dieses Jahr eben zusätzlich noch zusätzlichen Margendruck eben. Also hier der operative Gewinn und die operative Gewinnmarge. Da sieht man, wie sich das Ganze verschlechtert hat auch noch. 2019 war noch ein ziemlich gutes Jahr, Anfang 2020 auch noch, aber es wird wirklich immer weniger, sodass wir im dritten Quartal dann endgültig nur noch eine operative Marge gehabt haben von 1,3%. Ende 2019, Anfang 2020 waren es teilweise noch über 8%. Da, 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 da. Die sind wirklich gut hier. Die schmecken auch noch vom Vortag. Was ja ganz erstaunlich ist, man kriegt für sowas Simples wie Pommes Preiserhöhungen durch, man kriegt aber für sowas Komplexes wie Solarzellen keine Preiserhöhungen durch am Markt. Liegt aber natürlich auch daran, dass die Anbieter von Pommes jetzt nicht alle 2 Jahre ihre Produktionskapazitäten verdoppeln. Aber, Entschuldigung. Der Margendruck, den wird man natürlich auch merken, dann beim Nettogewinn jetzt, also von 2019 auf 2020, auch schon zurückgegangen. Und 2021 ist er wahrscheinlich noch viel stärker zurückgegangen. Die Analysten laut Reuters, bleibt dann wirklich im Hals stecken. Die rechnen jetzt mit einem Gewinn je Aktie von 1,89 Dollar. Damit ist die Aktie bewertet mit einem KGV von 23. Da würde ich sagen, ist jetzt nicht übertrieben billig, sodass man jetzt zwingend sagen könnte, die US-Anleger erkennen den wahren Wert nicht oder so. Es ist schon eher so, dass die Anleger in Shanghai einfach wieder mal übertrieben euphorisch reagiert haben, was da schon auch mal vorkommt eben. Die große Kluft da in der Bewertung, die ist natürlich verrückt, aber wir haben grundsätzlich ja das Phänomen oft, dass die Anleger in USA und die Anleger auch in Hongkong die Anleger in Shanghai eben nicht so besonders ernst nehmen. Und umgekehrt auch. Also die Anleger in Shanghai, die glauben ja wiederum oft, dass man bei uns oder in Hongkong alles viel, viel zu negativ sieht. Was es die Margen betrifft, ich kann mir vorstellen, dass es dieses Jahr, nächstes Jahr oder so auch wieder besser wird. Sowohl von den Lieferketten her als auch beim Polysilizium. Weil jetzt viel neue Produktionskapazität da auch hochgezogen wird in China bei Polysilizium, sodass da die Preise wahrscheinlich wieder fallen werden. Kann man ablesen, zum Beispiel auch an der Aktie von Daqo New Energy. Es ist ein sehr erfolgreicher, hochprofitabler Hersteller von Polysilizium aus China. Trotzdem will die Aktie im Moment keiner haben, hat jetzt ein KGV von 3. Unter anderem eben auch darum, weil man am Markt vermutlich jetzt eben auch wieder rechnet mit einem Preisrückgang. Für Ginkgo Solar wäre das positiv, aber mittelfristig bis langfristig, wie gesagt, es bleibt ein hartes Geschäft. Und die nächste Frage ist ja auch noch, was hat Ginkgo Solar denn da jetzt überhaupt ausgegliedert und an die Börse gebracht in Shanghai? Und das ist ja auch ein bisschen nebulös. Da muss man auch einfach sagen, wie Ginkgo Solar da informiert, das ist schon sehr, sehr mager zum Teil. Also erstmal haben sie es überhaupt nicht vorgelegt zur Abstimmung meines Wissens. Ich kann mich da an nichts erinnern.
Und man hat auch nie ordentlich was vorgelegt, sodass die Aktionäre jetzt auch mal sehen könnten, aha, das wird jetzt ausgegliedert und das bleibt noch in der Konzernmutter. In Shanghai haben die bestimmt irgendwas vorgelegt, aber der englischsprachige Anleger, der hat davon nichts und die geht das ja im Grunde schon auch einiges an. Was wir haben, das ist für Jiangxi Yingko eine Umsatzprognose für die ersten 3 Quartale für das IPO in Shanghai. Und man höre und staune, der Umsatz der Tochter war zwischen 3,6 und 3,75 Milliarden Dollar. Der Gesamtumsatz von Jinko Solar, der war aber auch nur 3,77 Milliarden Dollar. Und damit wissen wir eigentlich auch, die sogenannte Tochter, das ist eigentlich das komplette operative Geschäft, anders als es teilweise auch geschrieben wird hier. Und was auch nicht unwichtig ist, von diesem operativen Geschäft sind 42% ja jetzt weg. Also 20% hat man beim IPO verkauft, den Rest hat man vorher schon an Investoren verkauft. Heißt auch, das Gewinnniveau, das Jinko Solar mal gehabt hat, das haben die jetzt wahrscheinlich nicht mehr so schnell. Kann man vergessen, würde ich sagen, für die nächsten Jahre. Dafür sinken jetzt natürlich die Schulden. Also beim IPO sind 1,57 Milliarden Dollar eingesammelt worden. Das heißt, die Nettoverschuldung ist jetzt möglicherweise zurückgegangen von 2,55 auf nur noch 1 Milliarde Dollar. Das ist schon positiv, aber auch da wissen wir eben wieder mal nicht genau, uns hat uns keiner gesagt, kommt das jetzt dem Mutterkonzern in den USA zugute, kommt es direkt der Tochter zugute mit der Schuldenreduzierung. Also alles nicht besonders toll, die Kommunikation. Jinko Solar ist ja in den USA gelistet und da haben wir ja auch das Delisting-Problem. Ich habe dazu auch reichlich Videos hier schon gemacht, wenn Sie das im Detail interessiert. Andere große chinesische Unternehmen, die in den USA gelistet sind, die haben sich ja schon ein Zweitlisting in Hongkong besorgt. Ist ein eleganter Weg. Wir können also die Aktien, selbst wenn sie in den USA wirklich delistet werden würden, dann trotzdem in Hongkong handeln. Jinko Solar hat es nicht gemacht bis jetzt. Und das Shanghai-Listing, klar, man kann es auch irgendwie positiv sehen. Also sie haben natürlich gewusst, sie kriegen da in Shanghai jetzt für ihr Geschäft eine viel bessere Bewertung. Und so wie sie es gemacht haben, ist auf jeden Fall besser als das, was Trina Solar zum Beispiel gemacht hat vor ein paar Jahren. Dass sie das Unternehmen in den USA zu einem niedrigen Preis von der Börse genommen haben, privatisiert haben und dann mit einem Riesengewinn in Shanghai wieder an die Börse zurückgebracht haben. So wie Jinko Solar jetzt gemacht hat, da kann man wenigstens sagen, da haben die bestehenden Aktionäre jetzt im Prinzip auch noch was davon. Nur, wenn das die letzte Antwort ist von Jinko Solar auf das Delisting-Problem, dann kann ich nur hier nochmal sagen, Vorsicht. Für einen westlichen Anleger ist es nämlich was völlig anderes, ob ich jetzt die Aktie von der gleichen Gesellschaft alternativ auch in Hongkong handeln kann, zum gleichen Kurs dann ja auch, oder ob ich eine andere ausgegliederte Gesellschaft in Shanghai, ob die da am Star Market ist, wo ich ja erstmal gar nicht rankomme. Und im Ernstfall bei einem Delisting, da sagt dann Jinko Solar vielleicht sogar, naja, schlagt ihr doch euch rum mit dem blöden US-Börsenmantel, der da noch da ist und der jetzt irgendwo rumgurkt im OTC-Handel. Wir haben ja unser komplettes operatives Geschäft voll funktionsfähig laufen und ist auch voll börsennotiert in Shanghai. Wie gesagt, ich hoffe, ich irre mich da und dass da nicht diese Absicht dahinter steckt, aber dieses Problem sehe ich schon ein bisschen, zumindest theoretisch. Und es gibt noch ein Problem. Xinjiang, die Provinz in China, wo Menschenrechtsverletzungen und Zwangsarbeit vermutet werden und die ja auch immer mehr ins Blickfeld kommt, mit Sanktionsdrohungen aus dem Westen. Und die chinesische Solarindustrie, die ist sehr, sehr präsent in Xinjiang. Auch Jinko Solar ist da präsent. Ich kann mir jetzt zwar überhaupt nicht vorstellen, dass Jinko Solar da irgendwie Zwangsarbeiter beschäftigt oder sowas. Und das dementieren die auch vehement. Aber belegen Sie das mal und dokumentieren Sie das auch mal über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Also das wird schon schwierig. Mehr dazu in meinem Video zum China-Solarsektor übrigens vom Juni. Was Sie aber wahrscheinlich noch nicht wissen: Xinjiang, das ist jetzt nicht nur ein Zentrum für die chinesische Solarindustrie, sondern ist auch bekannt für seine leckeren, sonnengereiften Tomaten.
China ist mit Abstand der größte Tomatenproduzent der Welt und gerade auch Tomatenmark oder auch unsere schönen original italienischen Dosentomaten, die kommen sehr oft direkt aus China. Da wachsen sie eben auch besonders gut. Sommer, Sonne, Xinjiang. Soll nicht heißen, dass ich per se was gegen Tomaten aus China hätte und ich behaupte ausdrücklich auch nicht, dass das hier jetzt speziell, dass das aus China auch kommt. Das kann sich der SWR leisten. Mit seinen vielen Gebührenzahlern im Rücken, ich kann mir sowas nicht leisten. Aber okay, was Jinko Solar betrifft, abschließend, ja, die Aktie ist natürlich interessant. Ja, die Margen erholen sich wahrscheinlich auch wieder, zumindest meine Vermutung. Und ja, man kann es sicherlich auch sehen als so eine Art Arbitrage-Spekulation, die interessant ist jetzt eben durch diesen hohen Bewertungsabschlag zwischen Shanghai und New York. Ich würde das aber nicht überbewerten und ich hoffe, ich konnte hier jetzt vermitteln, dass es da eben auch ein paar Pferdefüße gibt, die da auch ganz gern ausgeklammert werden manchmal, die man aber einfach auch sehen sollte. Und jetzt noch eine allerletzte Produktempfehlung. Lakonikos, ein kalt extrahiertes Olivenöl. Ein langjähriger Freund und Kollege von mir, der hat sich zur Aufgabe gemacht, dass er Olivenöl aus Griechenland direkt von einem griechischen Familienbetrieb und direkt von der Ölmühle hier bei uns vertreibt. Probieren Sie das mal www.lakonikos.de. Ich weiß, Sie sind kultiviert, ich weiß, Sie wissen sowas Gutes zu schätzen und ich weiß, Sie sind auch großzügig genug und selbstlos genug, dass Sie so ein idealistisches Projekt auch mal unterstützen. Gut, Joachim, dann lass mal Kohle rüberwachsen. Und im nächsten Video sehen Sie dann hier von uns eine Weltpremiere. Nur bei uns die erste erdgasbetriebene Heizdecke, präsentiert von Gazprom. Allseits bereit, allzeit bereit, auch in harten Zeiten. Aber Spaß beiseite. Das Gazprom-Video, mein Video zu Gazprom, das war natürlich schon letzte Woche. Sie hätten es auch mitgekriegt und hätten es gesehen, wenn Sie diesen Kanal abonniert hätten. Sie können sich es natürlich immer noch anschauen. Sie können aber vorher auch noch schnell meinen Kanal abonnieren. Dabei auch die Glocke drücken, das ist die Benachrichtigung, wenn neue Videos von mir da sind. Und damit unterstützen Sie mich natürlich auch und ermöglichen damit auch in Zukunft hoffentlich werbefreie Beiträge. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.